Salzgitter vor allem für seine Stahlproduktion bekannt. Jetzt kommt noch etwas dazu. Salzgitter ist die erste Respektstadt in Deutschland. Das heißt, die Stadt will genau hinschauen beim Thema Fremdenfeindlichkeit und Ausgrenzung. Das wollen andere auch, klar. Aber die Stadt geht mit diesem Thema ganz offensiv um. Zum Beispiel auf dem Gelände der Salzgitter AG. Überall auf dem Gelände stehen die Schilder. Sie zeigen, dass die Salzgitter AG mitmacht bei der Initiative gegen rechts. Wir wollten ein Zeichen setzen, dass in unserem Betrieb Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz keine Chance haben. So Michael Kiekbusch, der Personalchef. 3 Hochöfen stehen auf dem Gelände. Wegen der Schutzkleidung sieht man nicht, ob Ali oder Alfred gerade am Ofen stehen. Die Stahlwerker müssen sich aufeinander verlassen können, besonders wenn jede Stunde beim Abstich das flüssige Eisen aus dem Ofen schießt. An diesem Tag sind die Schmelzer Fatih Ulusal und Adrian Sajak zusammen auf Schicht. Nicht ungewöhnlich, seit jeher arbeiten hier Stahlwerker aus vielen Ländern. Wir brauchen hier jeden, egal ob er aus der Türkei, aus Polen oder Rumänien kommt. Es zählt einfach das Team. Hier muss man sich aufeinander verlassen. Vorsichtig, achtsam muss man hier arbeiten. Der Arbeitsplatz kann hier gefährlich werden. Auch wenn der Feind nicht geht, hier gar nicht. Gegenseitiges Respekt ist hier auf jeden Fall, muss schon sein. 4.900 Beschäftigte hat die Salzgitter AG. Das Stahlwerk ist der größte Arbeitgeber in der Stadt. Der Betrieb selbst ist so groß wie ein ganzer Stadtteil. Wie überall in der Stadt Salzgitter stehen die Respektschilder für eine Haltung. Der Personalchef kommt aus Deutschland und Hasan Çakya, der Betriebsrat, stammt aus der Türkei. Beide wissen, ihr Stahlwerk ist auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Wenn es draußen Fremdenfeindlichkeit gibt, dann gibt es die auch im Betrieb. Aber man kann etwas dagegen tun. Hinschauen, nicht wegschauen, sondern das ist kein Thema, was von heute auf morgen erledigt ist, sondern womit man sich immer beschäftigen muss. Und das fängt schon bei den Auszubildenden an. In kleinen Gruppen treffen sie sich zu einer Arbeitsgruppe, der Respekt AG. Wie Materialkunde und Arbeitssicherheit steht für die Azubis auch immer wieder das Thema Respekt auf dem Stundenplan. An diesem Tag ist der Betriebsrat dabei. Hasan, was bedeutet für dich eigentlich Respekt? Ja, Respekt und Toleranz beruht für mich auf Gegenseitigkeit und stellt keine Einbahnstraße dar. Das heißt, wenn wir in einer Runde miteinander reden, dann so, dass jeder jeden verstehen kann. Die jungen Leute sind ernsthaft bei der Sache. Alle haben ihre eigenen Vorstellungen davon, was Respekt für sie bedeutet. Meist ist das geprägt von Erfahrungen, die sie selbst schon mal gemacht haben. Ich bin mit meiner Schwester und einem Freund zusammen von 6 Rechtsradikalen verfolgt worden. Also die sind hinter uns hergelaufen, wollten uns verprügeln. Wir wurden von Rechtsradikalen angepöbelt und als wir ihnen halt zu verstehen gegeben haben, dass wir also nicht gewillt sind, mit ihnen zu reden, dann wurden wir auch gleich beleidigt und ja, linke Zecken und das war nicht schön. Am Hochofen ertönt die Sirene. Der 6. Abstich für diesen Tag beginnt. 5 Millionen Tonnen Stahl produziert die Hütte pro Jahr. Salzgitterstahl ist ein Qualitätsprodukt, weltweit gefragt. Die Kunden sind so international wie die Kollegen. Und das soll auch künftig so bleiben. Der Norden schaut hin. So